Eisernes Sparen oder Investitionen? Um erfolgreich zu sein, ist beides gefragt. Und dafür stehen wir als Bürgerliste. Fraktionszwang verhindert Kreativität und Verbesserungen. Bei uns stimmt jeder nach Hausverstand. Das fördert Ideen und darauf sind wir als unabhängige Wahlgemeinschaft stolz. Nur Skandalschein, das ist zu wenig. Wir als UBG, wir tun etwas. Wir haben daher einen Antrag eingebracht, der vorsieht, dass Gemeinderäte nur mehr ihr Gehalt bekommen, wenn sie auch bei den Sitzungen anwesend sind. Das bringt eine Einsparung von bis zu 100.000 Euro pro Jahr. Als Kontrollausschussobmann kenne ich die Probleme der Stadt ganz genau. Über 50 Kontrollausschusssitzungen habe ich geleitet. Die Finanzmisere der Stadt ist ein Resultat aus jahrelanger mangelhafter Projektleitung und Projektabwicklung. Daher fordern wir als UBG eine eigene, magistratseigene Projektleitung mit klaren Verantwortungen. Nur so können wir in Zukunft Mehrkosten, wie zum Beispiel beim Schlosssteg, vermeiden.